Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Game 2. Das sind die Themen. Donkey Kong Country, Tropical Freeze und Frostpunk. Oh, das sind ziemlich coole Themen. Ja, sie kommen auf euch zu wie ein Eisberg. Und es liegen noch weitere Spiele auf Eis. In der Rubrik Unter dem Polar. Und auch die News sind kein Schnee von gestern. Ich finde diese Moderation frustrierend schlecht. Ja, lässt mich völlig kalt. Ihr seid alle gefeuert. Der gemeine Schuft! Der arme Donkey! Und nicht nur der arme Donkey, auch der kleine Didi, die süße Trixi und der arme Opa Cranky! Ey, kann diesem Typen nicht einfach jemand die Knochen brechen? Ja, Donkey! Ficke diesen Bastard! Nintendo Switch ist ein fleißiger Wiederkäuer. Klingt fies, meinen wir aber gar nicht so. Nintendos Tablet-Konsole Wii U besitzen auf der ganzen Welt aufgerundet wahrscheinlich so 3,5 Leute. Eine ganze Menge erstklassiger Spiele sind deshalb an der Menschheit vorbeigegangen. Umso besser für die schnurrig laufende Switch, für die die kurzerhand wieder hochgewirkt und frisch genossen werden können. Nach Mario Kart 8, Bayonetta 2 und Pocken jetzt auch der olle Affe mit roter Krawatte und tropischer Eiszeit. Donkey Kong Country Tropical Freeze war auf der Wii U schon ein fantastisches 2D-Jump'n'Run und ist es auch jetzt, total überraschend, nicht weniger. Seine größte Stärke ist die alles durchdringende Kreativität. Kein Level gleicht dem anderen. Wild wird hier durch verschiedene Hindernisse, Settings, Farbpaletten und Fortbewegungsmittel gewechselt, manchmal sogar innerhalb eines Levels. Und das nicht alles wahllos, sondern mit der unterliegenden Thematik im Hinterkopf. Im Laufe der Levels von Welt 5, Marmaloop, werden beispielsweise Früchte geerntet, zerhackt, zerdrückt und zu Gelee und Eis am Stiel verarbeitet. Passend dazu wirft euch der Produktionslauf Greifhaken, Beile oder eben Wackelpudding vor die pelzigen Treterchen. Täuscht euch aber ja nicht. Tropical Freeze sieht zwar aus wie ein zahmes, clicky, bunti Knuddelspiel, ist aber ein verdammtes Ding von einem Lochspiel. Ich meine, es kann auch voll dolle schwer sein, dieses doofe Spiel. Zwar entwickelt Tropical Freeze einen ganz hervorragenden Spielfluss, um den aber voll auszukosten, braucht es Levelkenntnis. Und die schafft ihr euch halt erst nach einer qualvollen Runde auf der Trial-and-Error-Streckbank drauf. Dreck, verdammter Mist! Das Leveldesign ist, trotz all der Abwechslung, oft doch etwas sehr alte Schule. Damit der Spaß auch die höchsten Höhen erreicht, müsst ihr schon ein wenig Frustresistenz mitbringen. Das Problem ist, dass der Verlauf der Level nicht immer völlig klar ist und wir deshalb ab und an unverdient den Bananenlöffel abgeben. Als Überraschungsmoment kann plötzlich aufkommende Wegstrecke während einer Lorenfahrt spannend sein. Wenn ein Großteil des Weges aber so abläuft, ist's hauptsächlich ein Neustartfeuerwerk. Vor allen Dingen Extras verhöhen euch stellenweise furchtbar fies, indem sie nur für mickrige Sekunden oder mit Spezialfähigkeiten erreichbar sind. Da bleibt euch dann nichts anderes übrig, als euren affigen Pelzknäuel in den Abgrund zu stürzen und es vom letzten Checkpoint aus nochmal zu versuchen. Weil die Level aber lang und Rücksetzpunkte selten sind, kann da auch schon mal das ein oder andere Wutäderchen platzen. Ja klar, ich sehe die Kommentare schon jetzt vor mir. Gitgat Lappenkopf oder Lel Ingo der Kacknoob. Aber wisst ihr was? Erstens spreche ich den Text hier nur ein, hab das Spiel noch nicht mal angefasst. Und zweitens ist unser Redakteur ein erfahrener Videospiel. Ja, okay, der ist einfach ein nichtskönner Vollnoob. Aber um euch davon abzulenken, haben wir hier einen ganz tollen Donkey Kong Bananensong, der völlig aus dem Kontext gerissen ist, euch aber zumindest wunderbar ablenkt. Und bitte. Hola, como estas, mi chiquita? Ich bin sicher, du bist reif. Du bist reif. Chiquita, ja, ich esse gleich die ganze Staude. Zieh dir langsam deine Schale ab und du bist nackt. Chiquita, nach dir leck ich mir meine Finger. Lila, li und bonita, nichts stillt mein Bananenjäger. Wieder Banane, Happa, immer wieder.
ich jetzt weg, auch zum Dessert. Du kannst aufhören. Baby, zeig deine Plantage. Ich stehe auf Banana Fair. Wo waren wir? Ah ja, Banana. Ach, ich meine Gameplay. Denn um dem genickbrechenden Schwierigkeitsgrad etwas entgegensetzen zu können, habt ihr die Affenbande zumindest 1A unter Kontrolle. Das Handling ist in Tasten gepresstes Gold. Nach kurzem Kennenlernen klappen lange Sprünge aus der Rolle heraus und ihr springt von Gegnerkopf zu Gegnerkopf wie ein affiger Trapezkünstler. Findet ihr einen Kong-Angehörigen und schnallt ihn euch auf den Rücken, erhaltet ihr zudem neue Zusatzfähigkeiten, die euer Move-Repertoire erweitern. Wenn ihr einen zweiten Spieler zur Seite habt, könnt ihr euch die Rollen sogar aufteilen und die Kampagne zusammen meistern, was nicht nur verdammt launig ist, sondern auch das Spiel etwas leichter macht. Noch leichter wird's mit dem Switch-exklusiven Funky Kong-Modus. Hier stiehlt Funky seinem Bruder Donkey die Show. Der weiß zwar anscheinend nicht, wie man richtig mit einem Surfbrett umgeht, kann dafür aber 5 anstatt 2-mal getroffen werden, ehe er über den Jordan surft. Außerdem vereint er alle Fähigkeiten der restlichen Bananenbande. Perfekt also für Einsteiger und alle, deren Frustzündschnur nur wenige Millimeter umspannt. Warum wir diesen hilfreichen Modus allerdings nur zu Spielbeginn und nicht zwischendurch aktivieren können, hat uns und unserer pochenden Wutader während des Normaldurchlaufs nicht so recht eingeleuchtet. Weitere inhaltliche Neuerungen gibt es in der Switch-Umsetzung aber leider nicht, was bei einem Preis von 60 Euro schon ein wenig schmerzt. Die Wii U-Version kostet schließlich nur rund 25 Flocken. Zumindest technisch wurde der Bananenbums aber etwas aufpoliert. Das zweidimensionale Tropenparadies zählt im Dock jetzt hochauflösende 1920x1080 Bildpunkte. Vorher waren es nur 720. Im Handheld-Modus gibt's gemäß den Tech-Spezies von Digital Foundry eine Auflösung von 1152x648, was für den kleineren Bildschirm aber massig langt. An der Qualität einiger körniger Texturen wurde aber nichts geändert. Dafür sind die Ladezeiten aber deutlich flotter, wie ihr im Vergleich sehen könnt. Wenn ihr also nicht einer der 3 genannten Wii U-Besitzer wart, Spaß an klassischen 2D-Jump'n'Runs und Bock auf Herausforderungen habt, sollte euch Donkey Kong Country Tropical Freeze vieles, aber ganz bestimmt nicht Banane sein. Obwohl Bananen natürlich die leckerste Frucht überhaupt sind. Diddy Lombardi, hit it! Ich snack jedes kleinste Milligramm, mit oder ohne Schale, Fairtrade oder nicht. Jeder will ein bisschen haben, ist mir Banane, ob von One World oder Bio Bio. Kein Bock auf Kauen, gönn mir die Banane Deep Throat. Nicer als Apfel oder Cherry, sie liefert einfach alles. Magnesium bringt dir Energy. Und das Kalium, Digga, das musst du dir reinziehen. Guck meine Geschmacksnerven, wie sie darauf steigen. Ich würde sagen, die Bananen sind ein tolles Gewächs. Ich bin bananophil, habe mit Bananen Sex. Ew. Was, Kiwi oder Ananas? Wenn ich die Bananas hab, krieg Bananenkisten jeden Tag aus einer anderen Stadt. Lieb ihre langen Fäden, lieb ihre gelbe Haut. Ess eine Banane und stopf ihre Schale aus. Ja, genau. Nichts mag ich lieber. Komm schon, Diddy, sing's für die Chiquitas. Hey, Eddie. Was würdest du tun, wenn die Menschheit kurz vor der Auslöschung stehen würde, weil die Erde zufriert und alle Hunger leiden und fliehen? God of War zu Ende spielen. Nein, Eddie. Du würdest den Game 2-Kanal abonnieren. Du hast recht. Das war sehr dumm von mir. Ja, das war's. Du würdest in der Welt von Frostpunk übrigens keinen Tag überleben. Es läuft etwas gewaltig schief im Strategiesektor. Wo selbst bei Call of Duty noch die Zeit bleibt, um gefallenen Kameraden zu gedenken, spielt Moral bei Völkermordsimulatoren wie Total War oder StarCraft schon längst keine Rolle mehr. Gewissenlose Gamer erfreuen sich reuelos am Kriegsspielen und selbst im Angesicht des Todes abertausender unschuldiger Pixelgeschöpfe sagen sie nur: Bisschen schneller GG machen können, Alter. Ne? Alter! Bisschen schneller GG machen müssen, ein bisschen länger Holy gezogen. Holy crap! GG. Good game. Doch es gibt Hoffnung. Denn durch die moralische Eiswüste, die die Strategielandschaft überzogen hat, kämpfen sich Pioniere, die dem Genre die Emotionalität zurückbringen. Frostpunk. Kaltes Weiß bedeckt das ganze Land. Die Kälte hält uns fest in eisiger Hand. Unsere Herzen sind zu Stein gefroren. Der Mensch hat seine Menschlichkeit verloren. Sag mir, warum sind wir hier? Warum sind wir hier? Mehr bleibt im Meer der Ewigkeit. Sind die Tränen
diesen Frostpunk. Komm gut nach Hause. Aber ich hab kein Zuhause. Die traurige Wahrheit. Denn im fiktiven 19. Jahrhundert von Frostpunk wütet ein globaler Schneesturm, der London langsam aber sicher zu einem eiskalten Grab werden lässt. Der letzte Ausweg ist eine entbehrungsreiche Expedition Richtung Norden. Doch auch die fordert einen Tribut. Einige fallen der Witterung zum Opfer, andere verlieren im Schneesturm die Orientierung. Die letzten 80 Überlebenden stoßen in einem Tal auf einen Wärmegenerator und beschließen dort eine Siedlung zu errichten. Die letzte Hoffnung der Menschheit. Tja, und nun ist es an euch dafür zu sorgen, dass dabei alles glatt läuft. Schritt 1, der Ofen muss brennen. Dafür braucht es Kohle. Sobald sich eure Arbeiter ein paar Mal durch den Schnee gequält haben, könnt ihr den Generator anschmeißen und eure Siedlung wird mit lebensrettender Wärme versorgt. Nun könnt ihr euch um andere Dinge kümmern. Natürlich braucht in dieser Eiseskälte jeder Siedler ein Dach über dem Kopf und das sollte möglichst nah an der Wärmequelle sein. Und da sich eure Nahrungsvorräte ziemlich schnell dem Ende zuneigen, solltet ihr ein paar Jägerhütten und ein Kochhaus bauen. Durch die clever platzierten Textboxen habt ihr diese Zusammenhänge in Kürze drauf. Und sobald jeder etwas zu tun hat, nach Feierabend ins warme Zelt zurückkehrt und etwas zu beißen hat, wird die karge Eiswüste plötzlich gar nicht mehr so unbehaglich. Ein plötzlicher Kälteeinbruch bringt euch schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Denn nun ist euer Ofen nicht mehr warm genug. Die Bewohner frieren, werden krank und können nicht mehr zur Arbeit gehen, was euch wiederum lebenswichtige Ressourcen kostet. Also müsst ihr clever planen. Um der sinkenden Temperatur Herr zu werden, müsst ihr euren Ofen mit teuren Upgrades verbessern. Die Kohle-, Stahl- und Holzvorräte, die zu Beginn des Spiels noch in der Gegend rumlagen, sind mittlerweile aber verbraucht. Also müsst ihr Minen, Stahl- und Sägewerke bauen, was ebenfalls ordentlich Ressourcen verschlingt. Das Management von Rohstoffen ist also das A und O. Klar, ist ja auch ein Strategiespiel. Ebenso wichtig ist aber eure Politik, denn euer Völkchen besteht nicht aus willenlosen Robotern, sondern aus Menschen mit Bedürfnissen. Mittlerweile ist es ziemlich kalt in ihren Häusern und das Essen ist knapp. Die Unzufriedenheit steigt und plötzlich habt ihr den ersten Toten zu verzeichnen. Nun sinkt auch die Hoffnung, die Sonne jemals wiederzusehen. Ihr müsst etwas tun. Da sich Hoffnung aber nicht im Bergwerk abbauen lässt, müsst ihr dem Problem anders Herr werden, und zwar über Gesetze. Auch hier macht es euch Frostpunk nicht leicht. Ihr könntet den Menschen neue Hoffnung geben, indem ihr ihre Kinder sicher unterbringt, während sie auf Arbeit sind. Oder aber den Mangel an Ressourcen lösen, indem ihr sie in der Fabrik arbeiten lasst. Und der Hunger? Am einfachsten wäre, das Essen mit Sägespänen zu strecken. Damit riskiert ihr aber weitere Krankheiten. Nein. Ihr seid ein guter Herrscher. Noch könnt ihr es euch erlauben. Langsam aber stetig erkämpft ihr euch das Vertrauen zurück, baut eine Kampfarena für abendliche Bespaßung und einen Friedhof, um die Toten würdevoll zu begraben. Aber dann geschieht das nächste Unglück und dieses Mal macht sich Panik breit. Ohnmächtig müsst ihr zusehen, wie sich alles gegen euch stellt, die Menschen das Vertrauen in euch verlieren und dieselben Leute, die sich eben noch über die Neueröffnung der Kampfarena gefreut haben, stellen euch nun an den Pranger. Scheiße! Ey, Junge! Ich? Kannst du singen oder was? Ja,
Ja, komm mal ran hier auf den Meter. Okay. Eis und... Ah! Dann eben anders. Ihr installiert Wachtürme, zwingt die Leute zum Arbeiten. Wer nicht spurt, muss mit Gefängnis rechnen oder Schlimmerem. Für Vernunft ist keine Zeit, denn es wird kälter. Und zu allem Überfluss stoßen eure Späher im eisigen Umland auf andere Flüchtlinge, viele davon halb erfroren. Eure Krankenbetten sind belegt, also überlasst ihr die Kranken ihrem Schicksal. Für den Rest gibt es in den Fabriken mehr als genug zu tun. Aber sie brauchen Häuser und Öfen und Essen. Bei Frostpunk hat eben alles zwei Seiten. Aber sobald es eng wird, interessiert euch nur noch die effektivere. Eure Moral habt ihr schon längst über Bord geworfen. Wenn man erst mal angefangen hat, über Leichen zu gehen, dreht man auch nicht mehr um. Aber selbst das reicht nicht. Wieder ein Kälteeinbruch und die Kohle geht aus. Nun sehnt ihr euch nach der Kinderarbeit. Ihr holt die Arbeit aus den Fabriken und stopft sie in die Kohleminen, ordnet Nachtschichten an und hofft, dass die Kohle bis zum nächsten Morgen reicht. Und irgendwann, wenn die Temperatur ein weiteres Mal sinkt, euch das Essen ausgeht, der Ofen droht vor Überlastung zu explodieren, eure Siedler vor Kälte und Hunger die Arbeit niederlegen und auf den Tod warten und ihr reglos vor dem PC sitzt, die Zeit verstreichen lasst und darüber nachdenkt, ob Frostpunk nun all die Strapazen wert war, dann könnten wir euch erzählen, dass es noch zwei andere Szenarien neben der Hauptstory gibt, dass ein Sandbox-Modus nachgeliefert werden soll, ihr im Grunde aber nach ca. 15 Stunden das meiste gesehen habt, was für ein Strategiespiel nicht unbedingt zufriedenstellend ist. Und man müsste wohl auch die Frage stellen, ob Frostpunk eigentlich sein Thema verfehlt hat. Denn das Kernprinzip von Moral, eigentlich die große Stärke der This War of Mine-Entwickler 11-Bit Studios, wirkt hier eher wie ein Highscore. Wirklich nahe gehen einem die Einzelschicksale nicht, schließlich muss man ja überleben. Vielleicht ist aber genau das der Spiegel, in den ein Frostpunk blicken lässt. Und vielleicht ist all das auch gar nicht so wichtig, wenn man da so sitzt vor seinem PC. Denn dann hat sich alles gelohnt. Für diesen einen Moment, wenn die Sonne aufgeht. Ey, so langsam weiß ich echt nicht mehr, wie die News noch anmoderieren sollen. Du musst sagen, dass es по-русски никто не заметит. Знаешь, что? Да, давай. Мозавский, как узавский, это же госнац. Ты гонзин на круге, нам за уже за нюца. Молодец. Жабда. Спасибо, София и Эдди, я тебя люблю. Wir starten heute mit etwas, was wir eher selten haben bei den News. Mit einem Trailer. Aber hey, wenn es um neue Bilder zu Red Dead Redemption 2 geht, machen wir gern eine Ausnahme. Listen to me, we don't want to kill any of you, but trust me, we will. Wake them up a little! Rockstars drittes Video zum kommenden Wildwest-Epos zeigt neben dramatischen Story-Sequenzen auch ein paar Action-Szenen rund um den neuen Protagonisten Arthur Morgan und die verbrecherische Vanderlyn-Bande. Aber weil wir hier nicht endlos Zeit haben, machen wir an dieser Stelle einen Cut. Ihr werdet den vollständigen Trailer schon irgendwo im Netz finden. Weniger erfreulich sind die neuesten Entwicklungen in Sachen Sea of Thieves. Dem Freibeuter-MMO sind nämlich richtig viele Spieler abgesprungen. In den ersten Wochen nach Release war die Begeisterung noch groß. Trotz verhaltener Kritiken gingen Microsoft zufolge auf Xbox und PC etwa 2 Millionen Pet-Piraten auf Kaperfahrt. Ein Erfolg, der laut Einschätzung der Marktforscher von Superdata Research zum großen Teil durch Besitzer des Xbox Game Pass erzielt werden konnte. Hiermit können ausgesuchte Titel eine Zeit lang gratis gespielt werden. Nach Ablauf dieser Frist brachen die Zockerzahlen gemäß Superdata Research jedoch um knapp die Hälfte ein. Ein Indiz dafür, dass so mancher Tester von Sea of Thieves nicht ausreichend angefixt worden ist, um das Spiel anschließend käuflich zu erwerben. Und wir bleiben noch etwas bei Spielen, die ihr zeitweise für lau testen dürft. Bandai Namco hat nämlich den Network-Test für Dark Souls Remastered angekündigt. Am 11. und 12. Mai dürfen wagemutige PlayStation 4 und Xbox One Abenteurer jeweils zwischen 18 und 0 Uhr in die Online-Schlacht ziehen. Den dafür erforderlichen Client könnt ihr ab sofort in den jeweiligen Konsolen-Stores herunterladen. Allerdings sollten sich interessierte Netzwerktester sputen.
Der Download ist nur noch bis zum 8. Mai möglich. Ich spute mich auch noch ein bisschen. Los geht's mit den News im Schnelldurchlauf. Gute Aussichten. Corey Barlog, der Creative Director von Sony Santa Monica, kündigte an, dass er und sein Team Pläne für 5 weitere God of War-Teile hätten. Butter bei die Fische. CD Projekt Red will auf der kommenden E3 in Los Angeles ein Rollenspiel vorstellen. Wenn das mal nicht nach Cyberpunk 2077 klingt? Und noch ein E3-Update. Auch Alan Wake und Max Payne-Entwickler Remedy will auf der Games-Messe im Mai ein neues, noch ungenanntes Spiel enthüllen. Gratis-Gönnung. Zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland bringt EA Ende Mai das passende FIFA-Update für PC und die aktuellen Konsolen. Mit dabei sind sämtliche teilnehmenden Nationalmannschaften, der offizielle WM-Ball und die 12 Spielstätten. Herzlichen Glückwunsch! Die Zahlen aus dem März belegen, ist Fortnite das erfolgreichste Free-to-Play-Konsolenspiel aller Zeiten. Dies umfasst sowohl die monatlichen Spielerzahlen als auch den generierten Umsatz. Und damit bin ich raus für heute, zurück zu Eddie und Sophia. Manchmal erhalten eigentlich liebenswerte Spiele nicht genug Beachtung. Sie landen auf dem Grabbeltisch. Sie werden billig im Steam Sale verramscht. Und dann prostituieren sie sich und sammeln Pfandflaschen am Hauptbahnhof. Ja, genau deswegen haben wir die Kategorie Unter dem Radar eingeführt, in der sich Michael diesmal den Underdogs widmet. Matrose, wie konnten Sie die ganzen Spielspaßgranaten übersehen? Sie waren unter dem Radar. Unter dem Radar. Spiele! 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 Ja, hier gibt's lecker Spiele, zum Beispiel The Council. Warum das so toll ist? Es ist eine Kreuzung aus Telltale-eskem Adventure und Rollenspiel. Warum das so toll ist? Ihr seid Louis de Richer, ein französischer Aristokrat, und sucht nach eurer verschollenen Mutter. Warum das so toll ist? Ihr müsst die Verdächtigen befragen und steigert zu diesem Zweck eure geistigen Fähigkeiten. Warum das so toll ist? Sag es! Sag es! Na, weil durch diese ungewöhnlichen Skills wie Logik, Etikette, Wissenschaft oder Überzeugung die Gespräche komplett unterschiedlich verlaufen. Wenn ihr beispielsweise Aufmerksamkeit skillt, bemerkt ihr kleine Auffälligkeiten im Verhalten von Gesprächspartnern und könnt dies gegen sie einsetzen. Oder ihr skillt Heimlichkeit und könnt dadurch Schlösser knacken. Durch diese Wahl der Talente beeinflusst ihr den Fortgang der mysteriösen Geschichte und der Wiederspielwert steigt enorm. Ach ja, und die skurrilen Charaktere, inklusive einiger prominenter Gesichter wie George Washington oder Napoleon, sind ziemlich unterhaltsam. Auch wenn die Figuren seltsam große Zinken mit sich rumtragen. Vor allem diese rübennasige Hauptfigur. Ah, du hast aber auch einen ganz schönen Erker im Gesicht. Woher kommt ihr beiden, aus Rübennasenhausen? Fazit: eine intelligente, längst überfällige Weiterentwicklung des ausgelutschten Telltale-Prinzips, die übrigens auch im Episodenformat veröffentlicht wird. Episode 1 kostet schlappe 15 Euro und sei euch ans Herz gelegt. Jedenfalls, wenn ihr auf Story und Dialoge steht. In Weichmeier könnte der Katze in Scheide schmieren. Für alle anderen gibt es Slaps and Beans, ein Spiel rund um Terence Hill und Bud Spencer. Das war auch längst überfällig und wurde erst durch Crowdfunding ermöglicht. Und ob nun allein oder im Koop, das Spielprinzip ist schnell erklärt. Ihr spitzt euren Gegner den Spargel an, zieht ihn mit der Faust in den Scheitel, haut ihn eine Delle in die Gewürzgurke und macht aus ihren Ohren einen Wäschetrockner. Und beißt mir einer eine Beule in den Bart, allein die Originalmucke ist der Hammer. Oder auch die saftigen Prügelsounds. Mann, da fliegt dir glatt die Hose weg. Doch die nervigen Pferde- und Autorennen zaubern uns eher einen Schatten in die Visage. Ja, Slaps and Beans hat leider nicht mehr Hirn als ein Spatz Fleisch an der Kniescheibe. Spätestens wenn man dem x-ten Bösewicht den Eierkopf gerade gedroschen hat, geht dem Spiel die Puste aus. Du musst was für deine Bronchien tun, Mausezahn. Doch es kommt noch schlimmer. Wie sagt man so schön, ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen. Und dem Spiel fehlt leider das Wichtigste, die Sprüche. Ist das so, nennt man das nicht, wa? Ja, mit so einem Penomen habe ich schon zu tun gehabt, aber auf Krankenschein. Ist raus, was keine Miete zahlt. Ja, no. Ohne diese besondere Würze wird das eigentlich große Spaßpotenzial von Slaps and Beans verschenkt. Und ähnliches gilt auch für Extinction. Das ist ein fades Fantasy-Schnitzel, in dem ihr stundenlang turmhohe Monster mit eurem Schwert abledert. Warum wir das Spiel trotzdem hier besprechen? Naja, das Zu-Fall-Bringen der tumpen Riesenviecher weiß erstmal zu gefallen und erinnert an Spiele wie Attack on Titan und Co. Erst die Rüstungsteile zerhacken, dann das freigelegte Bein ramponieren und am Ende mit aufgeladener Spezialleiste den finalen Schlag ansetzen. Das macht schon irgendwie Spaß. Oh my God, this is amazing! Doch leider hält der Rest des Spiels nicht, was es verspricht. Ich gehe mal die Presseinfo durch. Die Legenden nennen sie die Ravenii. Blutrünstige 50 Meter große Monster. Okay, ja, die korpulenten Viecher sind schon groß, aber blutrünstig? Nicht doch!
Passt das, Todi? Das ging ganz leicht. Ich bin viel größer als die. Weiter im Pressetext. Du bist ein Krieger namens Avil. Kämpfe in einer ausgedehnten Landschaft und verteidige Städte. Okay, also mit ausgedehnter Landschaft meinen die wohl diese schäbigen Fantasy-Kleingärten, auf denen ein paar Mittelalter-Zufallsputzen verteilt wurden. Sorry, aber die Welt von Extinction ist ganz schlimme Kirmesbuden-Fantasy von der Stange. Das gilt auch fürs Gameplay. Rette Zivilisten, lade den Runenschlag auf, beschütze Wachtürme und haue erst die kleinen und dann die großen Ungeheuer aus den Stiefeln. Und letzteres nutzt sich auch irgendwann ab, denn die Kampfstrategie gegen sie bleibt immer die gleiche. War ich nicht. War ich nicht. Apropos Strategie, das brandneue Battletech können wir dafür uneingeschränkt empfehlen. Das altehrwürdige Tabletop-Franchise, das vor allem mit den MechWarrior-Spielen in den 90ern bekannt wurde, hat einen klassisch rundenbasierten Strategieableger im Stil von XCOM und Co. bekommen. Die fast 50-stündige Kampagne ist überraschend gut geschrieben und wird über fein gezeichnete Sequenzen und Dialoge weitergestrickt. Auch die Technik ist für ein Strategiespiel ziemlich amtlich. Die Mechs stampfen durch die endzeitlichen Landschaften wie stählerne Zuchtbullen. Und die Sounds drücken wie Sau. Kurz, das Spiel macht Bock auf Krieg. Echt wahnsinnig. Doch dieser Krieg braucht vor allem Hirnschmalz. Ihr seid grundsätzlich mit 4 Mechs in einer sogenannten Lanze unterwegs. Dabei habt ihr die Wahl zwischen schweren, mittleren oder leichten Kampfkolossen. Im Kampf ist es essentiell, dass ihr die einzelnen Körperpartien der gegnerischen Mechs anvisiert, um beispielsweise einen besonders wichtigen Waffenarm oder eine Schwäche in der Panzerung gezielt anzukratzen. Obendrein müsst ihr in der hügeligen Landschaft nach Deckungs- oder Höhenvorteilen Ausschau halten, auf die Hitzeentwicklung eurer Waffen achten und die verschiedenen Mech-Piloten hochleveln, um euch taktische Vorteile zu verschaffen. Battletech hat wirklich Spieltiefe. Es ist ein schmackhaftes Leckerli für Strategiefans und der heilige feuchte Gral für Mech-Liebhaber. Ich bin schon ganz aufgeregt, diese Hightech-Maschine hat eine enorme Schubkraft. Und dann kam noch ein Spiel raus mit dem etwas seltsamen Titel Where the Water Tastes Like Wine. Beim ersten Anspielen kam es uns seltsam vor. Ist das jetzt ein Spiel oder ein Hörspiel? Warum geht der Typ so langsam? Wer ist der pokernde Wolf? Und warum wird da von Sting gesprochen? Kann man hier irgendwo ballern? Jetzt werde ich niemals richtig lernen zu ballern! Jedenfalls kamen wir zu dem Fazit. Das verstehe ich nicht. Und haben erstmal weitergespielt. Wir befinden uns im Amerika der 30er Jahre, zur Zeit der Weltwirtschaftskrise. Es herrschen Hungersnot, Arbeitslosigkeit und, naja, sagen wir einfach, es ist keine gute Zeit zum Leben. Dafür ist es eine super gute Zeit für tragische, lustige oder ungewöhnliche Geschichten. Und weil wir das besagte Pokerspiel gegen den Wolf mit der Stimme von Sting verlieren, sollen wir ihm wahre Geschichten suchen. Gar nicht so leicht, denn bei unserer gemächlichen Wanderung über die Landkarte finden und erleben wir zwar eine Menge Geschichten, aber Wahrheit und Mythos sind manchmal schwer zu trennen. Ja, die Popmusik ist doch total unterwandert. Das weiß ja auch, ne? Also Lady Gaga ist die Schirmherrin von dieser ganzen Illuminatenmucke. Ja, Vampirismus, Porno, bla bla bla. Sämtliche Geschichten, ob nun wahr oder nicht, werden uns über Textboxen, Bilder und den tollen Erzähler beschrieben. Wohin das Ganze führt, findet ihr besser selber heraus. Und nein, so ein richtiges Spiel ist Where the Water Tastes Like Wine nicht. Aber ein besonderes. Und die kleinen Geschichten sind so gut geschrieben und gesprochen, dass wir es trotzdem mögen. Und bevor euer Ingo jetzt unangenehm rührselig wird und seine alte Wandergitarre auspackt, gibt er lieber schnell ab ins Studio. There is a house in New Orleans. They call a rising sun. So, das war's auch schon fast wieder mit Game 2. Guckt auf jeden Fall nächste Woche wieder rein, denn da wird's noch viel, viel geiler. Wie viel? 10.000. Nice. Wiederschau. Reingehauen. Ey, ganz ehrlich, so langsam weiß ich nicht mehr, wie wir die News noch anmoderieren sollen. Ja. Может, ты просто все скажешь по-русски, и никто не заметит? Na, was ist das denn? Der Kruginatz? Der Kruginatz! Der Kruginatz! Der Kruginatz! Wie sie einfach verschwunden ist. Geübt. Oh, das stinkt, wenn ich hier reinhauche. Okay. Aber ich hab kein Zuhause. Hey, vielen Dank. Wir sind Frostpunk. Komm gut nach Hause. Ja, ich voll verkackt. Aber richtig. Ja. Ach, nächstes Jahr mit neuem Gitarristen.